Stornierungen sind seit jeher sowohl für den Vermieter als auch für den Urlauber ein leidiges Thema mit hohem Konfliktpotenzial. Im heutigen Learnletter geben wir deshalb einen kleinen Einblick in das Thema Stornierungen. Als Stornierung bezeichnet man das Rückgängigmachen einer bereits getätigten Buchung oder den Rücktritt von einem Vertrag. Die gute Nachricht vorweg: Ihnen als Vermieter von Ferienwohnungen und Ferienhäusern steht im Falle einer Stornierung durch den Gast grundsätzlich ein Teil des Mietpreises für den gebuchten Reisezeitraum zu, auch wenn hierüber keine gesonderte Vereinbarung getroffen wurde. Die Ansprüche des Vermieters ergeben sich aus den gesetzlichen mietvertraglichen Regelungen. Ein Hinweis auf Stornokosten muss dabei nicht erfolgen, wird aber im Sinne einer Transparenz dem Gast gegenüber wärmstens empfohlen. Darüber hinaus sind Sie als Gastgeber auf der sicheren Seite, wenn konkrete Stornierungsbedingungen in den AGB festgehalten sind und in der Buchungsbestätigung darauf hingewiesen wird. Mietverhältnisse von Ferienunterkünften sind laut Gesetz vom Mieter nur aus außerordentlich wichtigem Grund kündbar. Dazu zählen Todesfälle, Krankheit, Arbeitslosigkeit, ein neues Arbeitsverhältnis, Unfälle und Schwangerschaften. Trotz Stornierungsbedingungen müssen Sie sich als Gastgeber bewusst sein, dass Sie nicht den vollen Reisepreis erstattet bekommen. Selbst bei einer Stornierung ein Tag vor Reiseantritt. Kosten für die Bereitstellung von Bettwäsche beispielsweise oder anteilige Strom- und Heizungskosten müssen von der Stornierungsgebühr abgezogen werden. Ärgerlich und manchmal doch unvermeidbar. Auch Gastgeber müssen hin und wieder aus unterschiedlichen Gründen Buchungen stornieren. Stornierungen aufgrund von Doppelbelegung müssen allerdings nicht sein. Umgehen Sie diese, indem Sie Ihren Belegungskalender aktuell halten und gebuchte Reisezeiträume für weitere Buchungen sperren. Stornieren Sie als Gastgeber die Unterkunft, so haben Sie selbstverständlich keinen Anspruch auf Stornokosten. Gegebenenfalls müssen Sie, nachdem Sie dem Gast die Buchung erst bestätigt und dann storniert haben, Schadensersatz leisten. In diesem Fall wären das die Mehrkosten für eine andere Unterkunft. Oder aber Sie bieten dem Gast eine Ausweichunterkunft von Ihnen zum selben Preis an. Sollte es zu einer Stornierung von Seiten des Gastes kommen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, damit umzugehen. Dabei kommt es immer auf Ihre Kulanz und darauf an, wie nah die Anreise zeitlich ist. Fragen Sie in jedem Fall nach den Stornierungsgründen und bieten Sie dem Gast zunächst einen Ersatztermin oder ein anderes Objekt an. Eventuell ist dem Gast nur etwas dazwischen gekommen, sodass der Urlaub erst später beginnen kann. Oder das Objekt schien ihm doch nicht ideal zu sein. Bewerben Sie die Storno-Objekte auf Facebook, entweder über Ihren privaten Account oder Ihr Unternehmensprofil. Bieten Sie einen Last-Minute-Rabatt an. Geben Sie dem Gast die Gelegenheit, selbst einen Ersatzmieter zu finden. Sollten Sie oder Ihr Gast einen Ersatzmieter für den vollen stornierten Zeitraum gefunden haben, dürfen Sie keine Stornokosten in Rechnung stellen. Kam es durch die Suche bei Ihnen jedoch zu weiteren Kosten, beispielsweise in Form von Werbekosten, so sind diese abrechenbar. Sollte außerdem nur ein Teil des stornierten Zeitraums neu vergeben werden, so können Sie diesen Teil abziehen und den Rest der Kosten verlangen. Um Ärger zu vermeiden, lohnt es sich bei der Buchung direkt auf eine Reiserücktrittsversicherung hinzuweisen oder sogar eine konkrete anzubieten. Diese kostet meist wenig und kommt im Stornierungsfall für die Kosten auf. Bleiben Sie sachlich und kommunikativ. Bedenken Sie immer, dass Ihr Gast einen Grund für seinen Storno hat. Bieten Sie Alternativen an und seien Sie gegebenenfalls kulant, aber auf jeden Fall immer höflich. Die richtige und verständnisvolle Handhabe eines Gastes mit einer Stornierung kann zu einer Umbuchung oder zu einem Gast führen, der sich gut behandelt fühlt und der im besten Fall zu einem Stammkunden wird. Bleiben Sie auf der sicheren Seite. Halten Sie Ihre Stornierungsbedingungen in Ihren AGB fest und weisen Sie in Ihrer Buchungsbestätigung darauf hin. Transparenz ist das A und O. Je dichter der Anreisetag rückt, desto höher werden die Gebühren bei einer Stornierung. Weisen Sie auf eine Reiserücktrittsversicherung hin und machen Sie eventuell konkrete Angebote dafür.
bieten Sie stornierte Objekte über Social-Media-Kanäle an oder lassen Sie den Gast selbst Ersatzmieter finden. Wenn der Anreisetag näher rückt, bieten Sie Ihr Storno-Objekt als Last-Minute-Objekt zu vergünstigten Preisen an. Vermeiden Sie als Gastgeber, Stornierungen durchzuführen und sperren Sie Ihren Belegungskalender für Doppelbuchungen. Mit diesen einfachen Tipps sparen Sie sich als Gastgeber eine Menge Ärger und können das ganze Thema Stornierungen um einiges gelassener angehen.